Moin Moin und herzlich willkommen in meiner Brettspielstube. Wir spielen heute Fantastic Factories Solo. Ich habe die Manufactions Erweiterung schon drin. Für den Bot ist hier schon aufgebaut. Er startet mit 3 Karten, das ist glaube ich Level 2. Aus der Erweiterung gibt es hier so Firmen, nenne ich die mal, die verschiedene Startressourcen geben. Witzigerweise ist glaube ich hier genau wie im Grundspiel. Nee, 4 Karten hätte ich, glaube ich. Egal. Und meine besondere Fähigkeit ist, wenn ich den Bonus kriege hier, kriege ich noch solche Plättchen dazu, die man benutzen kann, um einen Würfel, um eine Ziffer hoch oder runter zu drehen. Ich werde es anders spielen, als ich es in meinem Übersichtsvideo erzählt habe, im Bericht vom Brett. Für den Pasch gibt es ein extra. Sollte ich nachträglich den Drilling legen, für den es sonst 2 extra gibt, muss ich den einen abziehen. Ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob das wirklich richtig ist oder eben, dass man immer alles kriegt. So, das ist es doch auch schon. Würfel liegen, Dings liegen. Ich muss mir merken, ich kriege mehr Bonus. Und ich bin Startspieler. Meine 3 Karten. Das plus das gibt 6 Energie plus eine Karte. Ich mag Karten abschmeißen nicht. Karten kriegen auch teuer. Was liegt denn da so? Das mag ich eigentlich ganz gern. Und schon ohne lange zu überlegen, nehmen wir das einfach mal. So, dann wären wir auch schon in der Worker-Phase. 1, eine 2, eine 4 und eine 5. Ja, die würde ich gerne bauen. Da brauchen wir ein paar Rohstoffe für. Ja, machen wir aber einfach. Also. Machen wir es in Ruhe. Also ich brauche erstmal ein bisschen Dings. Mindestens 1. Dann hole ich mir doch mal 1. Also später werde ich das wahrscheinlich verrechnen im Spiel, aber ich mache es am Anfang mal ausführlich. Dann fehlt mir 1 Energie. Ja, komm, gib mir 2. Dann baue ich diese Karte, werf die mit dem Symbol ab. 2 hiervon, 3 hiervon, meine Karte. So. Ja, scheiß drauf. Wir nehmen nochmal einen hiervon. Und eine Karte. Oh, das sind nicht so geile Sachen. Oh Mann, das läuft ja jetzt schon schlecht. Okay, schauen wir mal. Der Bot ist, würde ich sagen. Er hat eine 5, das ist hier. Das heißt, er baut von hier. Ich weiß nicht, warum der mir so, bei mir so häufig blaulastig ist. Das ist mein Zufall, aber man könnte meinen, es wäre kein Zufall. Ich den gerade bewegt, ich glaube schon. Und dann räumt er hier einmal alles ab. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht erstmal. Das ist das Ding, wenn man mit der Erweiterung mehr Karten spielt, kommen nicht unbedingt zum Beispiel so viele Obelisken raus. Vielleicht sieht man gar nicht alle, sondern nur sehr wenige davon in der Partie. Das macht ja auch schon einen kleinen Unterschied. Ja, wenn ich den gerade sehe. Erst kriegt er noch Punkte. Nämlich, machen wir es auch ausführlich. Ist diese Zahl kleiner gleich der Kartenanzahl? 9, 9, 9, 9. Kein Punkt für den Bot. Was nichts bedeuten muss. Er kann auch sehr viel auf einmal machen. Gut. Ja, ich nehme den Obelisk einfach, damit er den schon nicht kriegt. Eins, zwei, komm, obwohl. Ich habe nur eine 1 und eine 2. Das heißt, ich komme nicht an das ran, wenn ich hier schon bin, will ich den bauen. Also setze ich sie dahin. Ich bekomme einen Siegpunkt. Also Siegpunkte sollte man konsequent und möglichst früh beginnend generieren. Und natürlich am besten mindestens 10 Karten hinkriegen.
So, dann habe ich schon beschlossen, ich nehme die. Ich kann hier wählen zwischen zwei Metall, drei Energie oder zwei Karten. Da ich das jetzt einfach bauen will, ob das klug ist oder nicht, hole ich mir die. Oh, es reicht ja schon. Komm, dann geben wir das doch gleich ab. Bauen diese Karte. Zack. Holen wir uns doch mal eine Karte. Dreigaben gibt es zwar, ist schon auch nicht so verkehrt, die Karte. Die ist auch schon teuer, aber die könnte ich mit der bauen. Okay. Dann nehme ich mir einfach mal zwei Energie. So. Bot ist dran. Eine 6. Die würfel ich manchmal auch sehr häufig hintereinander. Räumt er hier alles ab. Baut von hier. Okay, Monument. Und dann, er hat keine roten Karten. Er hat drei blaue, knapp dran vorbeigeschraubt. Keine gelben. Und er hat auf jeden Fall weniger als 5 hiervon. Also keine Punkte wenigstens erstmal. Die Karte finde ich gar nicht so verkehrt. Und deswegen nehme ich sie mal einfach. Aber was sie macht, erkläre ich, wenn ich sie mal benutze. Legen wir hier hin, können wir mit der bauen, oder wollen wir? Ah, ist auch nicht so verkehrt. Ich mach mal so. Nicht so viel denken. Wobei eigentlich sollte man schon mal gegen den Bot gewinnen will. Ja, Würfel, Würfel. Ne, ich hatte noch keinen Matchbonus. Hier haben wir schon eine Doppel 3. Was könnte ich sonst mit der 6? Kann man eine Karte für holen? Wenn ich es bauen will jetzt. Aber weißt du was? Ich mache verrücktes Zeug diesmal, weil man muss gar nicht so oft, obwohl ich, der Bot beendet sonst irgendwann das Spiel. Ich sollte auch möglichst konsequent bauen, sonst wird das auch nichts. Ich nehme zwei Karten. Ich mache es ganz verrückt. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, die roten mag ich eigentlich nicht so. Naja, lieber die Fähigkeit. Die ist dann interessant. Aus der Erweiterung gibt es Karten, die diese roten. Ich glaube, doch alle roten. Na, ist hier die, doch, aber hier sieht man es. Ja, die roten sind alle die Trainingskarten. Dann kostet es mich eine Energie weniger, das zu aktivieren. Also in dem Fall eine 0. Wenn man die beiden dann hat. Boah, die können mich eher raushauen für nichts. Oder um mal da oben mal einzuholen. Die vernachlässige ich auch gerne. Aber meistens liegen hier Karten, die ich will. Und dann gucke ich da erst gar nicht. Oh, das gefällt mir mal. Können wir auch nicht. Was könnten wir denen da? Draw Reveal und Immediately Build. Naja, das Glücksspiel kostet aber noch 4 Energie. Gefällt mir auch nicht. Aber wir sind ja erst noch hier. Pui. Jetzt habe ich mich ja um die 2 gebracht. Aber egal, ich nehme ein. Will ich noch eine Karte oder will ich eine Energie? Ach komm, dann nehme ich immer noch eine Karte. Ah, komm mal. Ja, die gefällt mir sehr gut für einen Schraubenschlüssel baubar. Das heißt, ich brauche nur noch die Rohstoffe hier. Beziehungsweise noch mehr graue Karten, weil dann wird die ja billiger. Ja, nur wegen der Punkte baue ich die auch nicht. Schauen wir mal, er baut es. Eine 3 heißt, er baut schon wieder eine blaue. Jetzt hat er mindestens zwei oder weniger, also ich meine, zwei oder mehr blaue Karten. Lila passt nicht, gelb passt nicht, rot zum Glück auch nicht. Also ist das ein Punkt für ihn. Ich lege die hier hin. Und schon bin ich wieder. Die sind alle so teuer. Die sind alle so teuer. Achso, das war mit Energie teuer, deswegen wollte ich das auch nicht. Ach. Ja, die gefällt mir noch halb und sie wäre grau. Ich nehme sie einfach mal. Okay. Chaka, 3 Sechsen. Und eine 5.
Aber ich habe gerade auf alles da Bock. Oder ich hole mir hier zwei davon. Könnte ich das? Die hätte ich schon. Ich würde ja aber auch Bonus kriegen. Ach komm, wir machen's. Allein mal, um die neue Regel zu machen. Also, vorher habe ich gespielt, drei Sechsen ist der Bonus macht drei, plus die drei hier hätte mir sechs gebracht. Ja, jetzt heißt es, sonst ist der Bonus. Wobei ich würde ja jetzt den Einer triggern. Ach, es wird nicht mehr diskutiert, ich mache es jetzt nach der neuen Regelauslegung. Also, ich kriege drei, den nicht, aber dann die zwei, vier, fünf. Genau, ein weniger als sechs. Machen wir fünf. Eins, zwei. 3, 4, 5. Stopp, den Bonus kriege ich auch. Das sind dann auch nochmal zwei von. Oh, ganz neue Möglichkeiten. Zwei von denen. Na komm, wir sind noch relativ früh im Spiel. Ich baue die, werfe dafür die ab. Drei hiervon. Zwei davon. Mache ich da jetzt eine 3 draus, um 3 Energie zu bekommen? Sonst kann ich nicht viel mit dem anfangen, es sei denn. Ich baue mal, das einzige zu bauen wäre das. Ja, die würde ich aber auch gern bauen. Scheiße, nicht mehr Schaufelkarten habe. Okay. Das ist zu früh, obwohl ich könnte es bauen, aber es bringt ja auch nichts. Kinders, ich nehme noch eine Karte. Dann bin ich da durch. Und der Bot ist 5. Schon mal wieder. Aber erst baut er. Oh, doch, keine blaue. Dann Rot hat er nicht, Gelb hat er nur eine, Lila auch nur eine und hier hat er vier, aber keine fünf. Gefühlt läuft das ganz gut gerade für mich, aber wie gesagt, das kann sich sehr schnell ändern. Es sind halt Würfel, ne? Da hieß ja, ich bin schon wieder dran. Ich hätte gerne noch eine Schaufel, einfach um die beiden hier vielleicht zu bauen. Dann nehmen wir mal die. Dann kriege ich jetzt zu Beginn der Worker-Phase immer einen dazu. Und los geht der Spaß. 1, Doppel 4 haben wir. Eine 4. Komm her, die zwei kommen hier hin. Neu war gut, da kommt ja die neue Regel eh nicht zum Tragen. Ich kriege 2 plus ein extra plus auch ein hiervon extra. Ich sollte die mal benutzen. Ja, ich baue die für diese Schaufelkarte. Zwei davon. Oh, ich habe gar nicht zwei Energie. Jetzt besitze ich zwei Energie, die ich direkt ausgebe für diese Karte. Jetzt 3 gegeben. Egal. Und mit der 6 auch hole ich mir ruhig erstmal noch mal so ein Metall. Ja, die zählen übrigens zu dem Limit an Rohstoffen, die man am runden Ende haben kann, dazu. Aber meistens kommt man, manchmal kommt man doch schneller an die Grenze, als man denkt. Deswegen gibt es hier auch in der Erweiterung eine Karte, da kann man noch bis zu 8 mehr lagern. Und dann geben auch, ich glaube, 4 Rohstoffe am Spielende einen Siegpunkt oder so noch zusätzlich. Wenn man sie übrig hat.
Botti Motti. Meine Eins, was anderes. So, passt nicht, passt noch nicht, gibt zwei auch nicht, Glück gehabt, rot hat er gar keine. Schaufelkarte liegt dort nicht, okay. Da liegt immer noch diese teure Karte mit Energie. Was macht eine Schaufel? Draw und rollen extra. Dann könnte ich die Dame abgeben. Achso, die habe ich ja schon. Hier kann man wild rumtauschen. Ich nehme mal die. Kommen wieder so ein. Ich soll sie aber benutzen. So, ich hätte gern viel Energie. Ich gebe mal zwei Würfelveränderer aus, um aus dem eine 3 und aus dem eine 3 zu machen. Das wären hier 7 Energie. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Das machen wir. Plus einer hiervon. Dann könnten wir immer bauen, ne? Eigentlich nur das hier gerade noch. Ja, machen wir erstmal das. Nochmal 3. Und 2. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, meine erste Reihe ist voll, Hälfte geschafft. Ja, ich habe noch was von Siegpunkten gepredigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nur noch 2 Sachen. Hier, ich kriege einen Siegpunkt. Und ich hatte mich, glaube ich, im Kopf schon für 2 Metall entschieden. Das war's mit Würfeln. Wie viel graue? 2 graue habe ich erst. Oh, dann wollen wir mehr graue bauen. Ich brauche mehr graue Karten. Na gut, aber erstmal der Bot. 3 ist die. Lila ist bei. Oh, hier nur 6. Da habe ich heute aber echt ein Würfelglück hier vor der Kamera. Und das reicht auch nicht. Hat er schon wieder keine Punkte. Ha! Dann wäre ich. Ich nehme schon mal den, bevor ich ihn vergesse. Ich hoffe, ich mache es gleich nicht doppelt. Puh. Die Karten sind aber auch alle... Oh, hier, komm. Ich schmeiß die ab für die, die mir nochmal 1, 2, 3 Dinger gibt. Die sollte ich mal gleich ausgeben. Dann wird gewürfelt, den habe ich schon. So, jetzt habe ich eine Karte. Ich kann eine Karte auf dem Marketplace benutzen, wenn ich einen davon bezahle. Ich habe eine 6, ja, ich habe eine 6. Dann mache ich das. Ich zahle 1 Energie. Kommt die 200 genommen, weiß ich gerade auch nicht. Um den dorthin zu packen, ich drehe den mal um, weil ich sie benutzt habe. Und dann bekomme ich 6 Energie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann hätte ich einfach mal gerne eine Karte mit hoffentlich Glück. Oh, ist auch nicht schlecht. Aber ich mache so. Bau die hier. Hau weg.
für zwei hiervon und ein hiervon. War die auch grau? Nee. Dann ziehe ich nochmal eine Karte. Vier Energie für den Siegpunkt. Hm. Besser als nichts. Könnten wir hiermit bauen. Und wir können es sowieso gerade bauen. Ich hau die mal raus. Hier wird es auch ganz schön schnell voll gerade. Wir kommen, wenn wir es können, tun wir es. Für vier Energie hole ich mir einen Siegpunkt. Jetzt habe ich nichts für Würfel. So ist dann ja auch schon benutzt, weil ich gerade schon wieder nachdenke, das anders nochmal zu benutzen. Ich nehme noch eine Karte. Da bin ich fertig. Bot ist dran. Die dritte. Oh, jetzt geht's los. Punkt. Nö. Punkt. Punkt. Drei Punkte für den Bot. Macht vier. Ich habe drei und er hat jetzt schon auf einen Schlag vier. So viel zu, bis jetzt lief's gut. Ich will graue Karten. Dort gibt es keine grauen Karten. Ich kann eh nur noch drei machen. Draw reveal a card, gain into its build cost. Warum halt doch mal so einen verrückten Scheiß? Ich nehme die hier, dadurch darf ich hier eine ziehen und krieg was da an. Na super. Ja, dieses Glücksspiel. Dann krieg ich das, was es kosten würde. Das ist natürlich jetzt hier sehr billig. Tja. Gut oder auch nicht gut. Ich krieg wieder einen dazu. Ich bin aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naja, einen habe ich ja gerade erst gekriegt. Egal, ich hau den mal weg. Muss ja doch hier mal aufpassen. Wisst ihr was? Für 4 Energie hole ich mir einfach nochmal einen Siegpunkt. So. Man darf nicht zweimal die gleiche bauen. Aber warum soll ich nicht zweimal die gleiche aktivieren? Also zum Spaß, damit ich die immer loswerde, gebe ich 4 aus, um eine 3 und eine 3 zu machen. Dann gebe ich noch den 1 aus. Ups. Um meine Karte zu aktivieren und dann gehe ich zweimal auf diese Karte. Weil es ja dieselbe ist, kriege ich 2 Siegpunkte. Dann nehme ich mir einmal 2 Karten. Scheiße, nichts Graues. Und ja, nochmal 2 Karten. Ne? Ah, ach, das ist dieses, man kann bis zu 8 weitere Ressourcen aufbewahren. Das ist grau, dann würde ich es vielleicht bauen wollen. Da fehlt mir dann aber was zu, okay. Das war ja dann schon mein Zug, ne? Es sei denn, ich schmeiße nochmal eine Karte und ein Dings ab für 6 Energie. 3, 4, 5, 6. Dann bin ich aber durch. Ne, 4, das ist dir. Wieder blau. 5 blaue hat er. Jo, locker. Keine 3 gelben, keine roten, immer noch nicht. Das ist auch witzig. Und lila auch noch nicht so viel. Heißt, ein Punkt für ihn. Läuft echt komisch diesmal die Partie. Ne, andererseits nicht verkehrt, schnell alles fertig zu kriegen, weil dann macht er auch nicht so viele Punkte, ne? So, wir wollen hier, haben wir nicht. Schaufel, draw and roll extra dice.
Finde ich spontan gut. Hier wird es auch nochmal. Achso, kann ich. Oh, komm. Ich schmeiß die ab und hol mir den hier. Kriegt eine extra Karte. Und einen extra Würfel. Und noch so ein Token. Ja, 2, 6 und 2, 5. So, als erstes gehen wir mal schön in eine Mine. 2, 3 und so einer. Ich will erst einen weiteren grauen bauen, bevor ich den baue, weil der wird billiger dadurch. Oh, wir machen mal verrückten Scheiß. Ich habe ja so viele Sachen hier, dass da wieder ein Grund ist, vielleicht zu bauen. Ich bräuchte noch eine 5. Das sind 3 mal plus. Gehen wir mal hier hin. Gibt 2 Siegpunkte und ein extra Würfel. Oh. Auf Any Value, den muss ich gar nicht würfeln. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, 10, 11. Oh, nehmen wir noch mal eine 6. Nach der neuen Regel gibt das nur ein extra plus den, also 2. Den habe ich ja gekriegt, also hier auch noch mal nur ein. Ist echt auch nur ein marginaler Unterschied. Also wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, dann ne, sag ich immer, Hauptsache spielen alle nach derselben Regel. Dann wäre das wieder Wumpe. Die 4. Endlich mal eine rote. Wahnsinn. Ja, nur eine. Bei weitem nicht so viele. Punkt. Und die gelbe ist auch ein Punkt. Sind 2 Punkte. Jetzt geht's los bei ihm. Du sollst ich spielen. Ich bräuchte. Oh, gibt's schon wieder nicht so eine Karte. Da würde ich am ehesten dienen. Dann gibt's auch nicht so eine Karte. Dann. Komm, einfach weil ich's kann. Ich gebe 2 Energie ab und diese Karte, weil die kostet noch 2, kriege ich einen Siegpunkt. Dann kriege ich noch so ein. 2 Würfel wieder weg. Doppel 3 hätten wir. Ach, ich mache das einfach. Ich mache für 3 dieser Dinger hieraus auch eine 3. Dann setze ich sie hier drüben ein, kriege 2 Siegpunkte, einen Würfelwert meiner Wahl, ich nehme 2 und hole mir jetzt 3 Karten plus so ein Ding. Komm, was Graues ist, aber wenigstens das hier. Dann baue ich jetzt hier die Vault. Dann kann ich jetzt auch 8 Rohstoffe mehr lagern. Das reicht. 3 kostet es mich. Das und noch ein Gebäude. Okay. 1, 2, 3 billiger kostet nur 2. Komm, baue ich doch. 2 hiervon und 2 davon. So. 2, 4, 6, 8, 10, ich bin auch schon bei 11 Punkten, meine Fresse. Das bin ich von mir auch nicht gewohnt. Ja, die habe ich jetzt häufiger benutzt, das hat sich echt gelohnt. Gut, ich bin aber anscheinend fertig. Er holt sich noch eine rote. Nein, nein, egal, Punkt, Punkt, 2 Punkte. 2, 4, 6, 8, 9. Geht es eigentlich nur darum, wenigstens einen Punkt zu bauen. Also Hammer oder Schaufel.
Schaufeln gibt es hier, dann hole ich mir die mal. Mache ich den da. Jetzt gibt es da noch. Oh, was? Strange Crystal? Habe ich schon. Darf ich auch noch einmal bauen? Okay. Nee, ich glaube, ich darf da eh gerade nichts nehmen. 4 Würfel. So, machen wir erstmal. Ich könnte den Sack jetzt ja auch zumachen, indem ich entweder die baue oder mir nochmal 2 Punkte hole, was ja ein Punkt mehr wäre als das. Und wir spielen ja auch noch eine Runde. Ich bekomme noch so ein. 1, 2. Können wir den dritte 3 machen? Mache ich auch. Zwei Punkte. 2, 4, 6, 8, ja. Ach nee, mit 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 habe ich auch. 13. Gut, dann habe ich jetzt die Runde fertig gemacht. Kriegt einen Würfel meiner Wahl. Halt, stopp, lass mal die 1. Ich habe über 1 nachgedacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine geile Karte kommt, ist eher nicht so da. Hier brauche ich genau einen für, dann hole ich mir den doch schon mal. Ja, Karte macht keinen Sinn, würde ich sagen. Oh, das wäre auch genau das, was ich dafür brauche. Okay. Runde noch zu Ende. Ist der Bot nochmal? 5. Er baut die, ja, und sie ist wieder blau. Dann, nö, ja, ja, nö, 2 Punkte. 11. Hätte immer noch kein Spielende eingeleitet. So, letzte Runde. Ja, dann will ich eh nichts. Was können wir da noch machen? Das kostet 4 Energie, die ich nicht habe, aber vielleicht besorgen können. Ja, das weiß ich ja nicht. Weil wir würfeln ja erst, wenn wir das gemacht haben. Okay. Keep one and discard the rest. Was habe ich denn davon? Keine Ahnung, vielleicht kommt was Gutes bei raus. Mehr Punkte kommen leicht nicht raus. Ja, komm, mach. Ich nehme den. 7 Karten ziehen, eine behalten. 1, 2. Dann haben wir noch Reservestapel. 3, 4, 5, 6, 7. Da ist ja hier noch ein Monument bei, ja, ein Obelisk. Der kostet mich aber 3 und 1 und ich brauche so eine blaue Karte, die ich nicht habe. Ich darf hiervon nur eine behalten. Scheißegal, behalte ihn trotzdem. So, dann wird gewürfelt. Ich bekomme einen hiervon. 3 Fünfen. Und ich habe ja alles, was ich brauche. Komm, ich zieh's durch. Einen hiervon. Achso, jetzt kriege ich für Restrohstoffe keine Punkte. Egal. Ist ja nur ein. Achso, dann ist das nichts wert. Ah, okay. Ich zieh's durch. Ich habe bis jetzt immer einen Bogen um die Karte gemacht. Ist zwar cool, was behalten, mehr zu behalten zu bekommen, aber dass zum Ende was übrig ist, da ich jetzt echt so knapp geplant habe, ist halt dann auch etwas seltener. Die weg und. Doch, die 3 Energie hatte ich ja gerade. So. Ja, was soll's, ich hole mir einfach 2 Punkte plus einen Würfel meiner Wahl. Naja, komm, hole ich mir noch eine, ne, warte mal, dann hole ich mir eine 3, mache aus dem anderen auch eine 3. Ja gut, ändert aber insgesamt auch nichts. Dann kriege ich 1 zurück und 7 Energie. Ja, schade, ich bräuchte ja 8. Oh, warte mal. Der zählt ja hoch. Ist worth for unspent resources. Ja, alles klar, dann hat sich das ja auch gelohnt. Dann ist die auch wenigstens 2 Punkte wert.
Ich habe keine Würfel mehr, ich habe keine Rohstoffe mehr, dann bin ich wohl fertig und der Bot ist ein letztes Mal am Zug. Und schon eine blaue, 1, 2, 3, es sind schon 7. Das heißt, Punkt, kein Punkt, kein Punkt, Punkt, 2 Punkte nochmal für den Bot. Entwertung, der Bot hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Punkte. Ich würde sagen, im normalen Bereich. Oh, witzig. Bei den letzten drei Partien hat er exakt 29. Ich hatte einmal 21, einmal 32. Und bin gespannt, was ich jetzt habe. Gefühlt keine 29, aber vielleicht nicht so weit weg. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29. Brauchen wir wieder unentschieden. 29 zu 29. Ich hatte auch schon mal ein 33 zu 33. Aber es ist, glaube ich, ein Unentschieden, weil ich muss mehr Punkte machen als er. Von daher habe ich, glaube ich, verloren. Naja, Hauptsache, ihr habt einen schönen Eindruck vom Spiel. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und dann werde ich mal die nächste Company, wie ich sie nenne, ausprobieren. Bis dann, haut rein!